Das ist ja richtig Weltklasse, Leute. Also müssen die Dreadnoughts auf jeden Fall da bleiben, weil wer weiß, was da noch kommt. Ganz großes Kino. Und wir dürfen nur Fischerboote bauen. Super. Wir sind eine ehemalige Weltmacht, sind aber nur in der Lage, Fischerboote zu bauen. Ist das nicht traurig, Leute? Ja, es ist traurig. Es ist sehr traurig. Oh Mann, ey. Wenn das die Chinesen sehen würden, die würden gleich sagen, so, das Spiel ist gleich verboten. Hier sehen wir gleich schon einen Heckenschützen. Schon mal hervorragend. Die sind angekommen, das ist gut. Da bleiben sie jetzt auch erstmal, weil ich rechne damit, dass hier nämlich jeden Augenblick, weil ihr seht es schon, hier führt nämlich der Weg weiter. Was bedeutet das richtig? Gegner. Da ich hier leider momentan keine Bürger habe, weil ich mir auch keine Bürger leisten kann aktuell, weil ich mich momentan leider darauf fokussieren muss, dass wir erstmal genügend Nahrung reinkriegen. Ne, weil das ist nämlich das Allerwichtigste. Ohne Nahrung geht nichts, wie ihr wisst. So, da das schon drei sind, ist das schon gut. Dann kann der nämlich gleich schon reingehen. Sehr schön, das ist schon mal sehr gut. So, ihr müsst hier mal so ein bisschen die Mauerverteidigung ergänzen. Ihr kommt bitte nach vorne. Ihr werdet nämlich mit den Fahrzeugen hier mal eine mobile Verteidigung bilden. So, und was ich mit euch mache, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Zu hoffen, dass er jetzt nicht mit Luftwaffe angeschissen kommt, wäre Wahnsinn. Genau, da geht es nämlich schon los. Was ist mit euch hier? Ihr zieht euch zurück am besten. Hier ist ein Wächter. Wir müssen zwei Widerstandsnester ausschalten, um den Sieg zu erringen, ja. Okay, ist keine so gute Idee. Es gibt zwar vier Widerstandsnester der Rebellen, aber wir müssen nur zwei ausschalten, um den Sieg zu erringen. Okay, alles klar. Also das ist wirklich ein sehr spätlicher Außenposten. Mit ein paar spätlich bewaffneten Truppen. Vielleicht können wir damit die Rebellen ein bisschen ärgern, aber mehr auch nicht wahrscheinlich. Ich würde sie am liebsten zurückziehen, aber ich glaube, ich das kann, hat er mir meine Truppen aufgerieben. Beziehungsweise, wisst ihr was? Ich ziehe die zurück. Es ist mir zu riskant. Wirklich. Bevor wir die wirklich verlieren, was macht ihr denn da? Wieso patrouilliert ihr? Seid ihr doof? Ihr kommt sofort hierher. Es fällt euch ein, hier zu patrouillieren. Ihr befolgt gefälligst meine Befehle. Und zwar aufs i-Tüpfelchen. Geht ja wohl gar nicht. So, wie sieht's aus? Da ist jetzt gerade der fünfte. Der fünfte ist auf dem Weg. Das heißt, ihr seid nicht voll. Da ist der sechste. Der siebte ist im Bau. Also fehlt einer. Schlecht. So, jetzt kommt der letzte. Das heißt, ich brauche nochmal fünf Bürger danach. Die Rebellen haben unsere Produktionsstätten, können momentan nur sporadisch Truppen herstellen. Auch das noch. Es wird immer besser, Leute. Es wird immer besser. Und was sehe ich da schon wieder ankommen? Ach, der Turm ist schon eingekracht. Siehst du, er geht schon los. Die Rebellen sind schon auf dem Weg. Also zieht euch zurück, Jungs. Zieht euch zurück. Kanzler Ming, zu den Einheiten, die wir bauen können, gehören ein paar leichte Flugzeuge und ein oder zwei Cyborgs. Aber zum jetzigen... Boah, Alter, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Der kommt mit Transportschiffen, ey. Alter, geht schon gut los. Ich kann jetzt schon laden. Oh, Alter, das fängt ja schon klasse an. Super. Das fängt ja schon klasse an. Dann noch Leopardpanzer, hervorragend. Natürlich noch die stärkste Panzerart, die man haben kann. Damit man ja was ausrichten kann. Super, Leute. Echt, es wird immer besser. So, erstmal wird der Turm verbessert. Das ist wirklich wichtig. Alter Schwede, ich glaub's ja wohl. Da kommt er gleich direkt mit Leopardpanzern um die Ecke, ey. Ich fass es nicht. Und greift natürlich gleich direkt hier oben an. Aber gleich direkt. Ich fass es nicht. So, also mit anderen Worten, ich bin gezwungen. Achso, jetzt habe ich die... Nee, ich habe die Befehle schon gegeben. Okay, alles klar. Okay, wir brauchen auf jeden Fall weitere Fischerboote, so wie es aussieht. Also mit unseren paar Bürgerchen werden wir da nicht viel reißen können. Dass ich das mal sagen würde. Das im digitalen Zeitalter. Dass wir unironisch Fischerboote brauchen.
damit wir Nahrung haben. Ist das ein Trauerspiel. Ja, den Panzer werden wir nicht retten können. Klar. Hat er eine Einheit oder zwei beschossen? So, die Sachen können wir beseitigen. Das ist in Ordnung. Halt. Die Jungs müssen wir retten. Zieht euch zurück. Zieht euch zurück, wir brauchen eine Verteidigung. Unsere einzige Möglichkeit, Dr. Sung sicher zurückzubekommen, besteht darin, ihn durch Boden Truppen eskortieren ja, zu lassen. Ja. Habe ich verstanden, danke. So. Ihr seid das Verteidigungsteam, ihr fangt die gleich an der Küste ab, bitte. Das geht ja mal gar nicht, dass er hier gleich direkt angekreucht kommt. So, ihr stellt euch hier hin. Die schweren Mörser sind zumindest nachproduzierbar. Das ist schon mal gut. Den Posten darf... Nee. Also, die können wir nicht halten. Beim besten Willen nicht. Wirklich nicht. So, die Dreadnoughts sind... Die sind da. Das ist gut. Das freut mich. Immerhin etwas Erfreuliches. Wie sieht's hier aus? Drei Bürger sind da. Ihr geht rein. Sehr schön. So, zack. So, zwei Bürger sind im Anmarsch schon. So, dann passt das. Ja, das kann er gerne angreifen. Das bringt mir sowieso nichts. Deswegen diese blöden Lastwagen, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann. Ach, wir dürfen nicht mal Panzer bauen. Noch besser. Oh, Alter. Nicht mal Panzer dürfen wir bauen. Alter Schwede. Fertig, Sir. Ich warte. Euer Befehl. Fertig, Sir. Euer Befehl. Also im Grunde liegen wir hier perfekt auf dem Präsentierteller. Er braucht nur noch zu lang. Im Grunde. Herrlich. Das sind doch gute Aussichten. Was ist mit euch? Rein da. Wenn ihr nichts zu tun habt. Ja, ja, da vorne kann er ruhig angreifen. Das stört mich nicht. So, ich werde aber auch noch die MiG dahin jagen. Dass wir mal eine MiG haben im digitalen Zeitalter. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, ehrlich. Gut, was haben wir sonst? Wir haben einen Talon-Jäger-Bomber. Das ist immerhin etwas Gutes, was wir haben. Und wir könnten natürlich auch die A10 bauen, aber nee. So, 4, 5. Da ist Nummer 6 im Anmarsch. Nummer 7 und 8 sind im Bau. Okay. Soweit, so gut. Das speichern wir jetzt erstmal. Vorsichtshalber. Wie sieht's aus? Ihr seid angekommen. Gut, dann geht ab in die Stadt mit euch und da bleibt ihr auch. Ah, ja, die Sturmsoldaten. Ich habe gedacht, das wären Wachposten. Nein, das sind Sturmsoldaten. Das ist noch besser. Denn wisst ihr, was das bedeutet? Die arbeiten genauso wie die Heckenschützen, sehen aber halt genauso aus wie die Wachposten. Das hatte ich schon erwähnt. Also das ist die, ich sag mal, inoffizielle dritte Warnklasse von ja, von Heckenschützen. Sehr schön. Die sind schon mal abgesoffen. Was ist hier los? Ach, du bist ein Jäger. Du darfst nicht angreifen, weil du ein Jäger bist. Gut, dann bauen wir einen Talon. Einmal abfangen, bitte. Was? Ich auch. Ja, die Fischerboote, die backen leider so ein bisschen rum, was zwei verschiedene Fischvorkommen angeht. Die brauchen jeweils ein separates, warum auch immer. Ich werde es nicht verstehen. Das muss wohl ein Bug sein, den sie nie behoben haben. Zumindest in meiner Version nicht. In der späteren Version haben sie es wahrscheinlich behoben. Aber in meinem Fall jetzt nicht. So, fünf Bürger da auf jeden Fall darunter. Wir müssen erstmal Stein sichern. Also Nahrung kriegen wir schon mal gut rein. Das ist schon mal gut. Also das Problem dürfte schon mal im Griff sein. Dass er mir jetzt ein Tor weggehauen hat, finde ich jetzt nicht so lustig. Aber damit müssen wir jetzt Vorlieb nehmen. So. Also wie schon gesagt wurde, wir müssen erstmal unsere Wirtschaft in Schwung kriegen, dass sie ihren Hintern da rauskriegt aus dieser Misere. Also momentan können wir nicht sehr viel machen. Wir werden angegriffen. Oh, alles klar. Fertig, Sir. Kann ich Sir, können wir mal die... Sir. Pass mal auf. Kann ich behilflich Hier kommt mal mit, auf bitte. Ja, das habe ich mir... Boah, guckt euch diese Massen an. Alter. Erwarte Befehle. Sein. Erwarte Befehle. Boah, Alter. Wie übertreibe ich es am besten? Ja, indem ich so mache. Ganz großes Kino. Ach, du Schande. Ja, jetzt wisst ihr, was ich mit schwer meine.
das hat nichts mit leicht zu tun. Das ist wirklich schwer. Also das ist wirklich jenseits von gut und böse. Ja, wir werden Gebäude verlieren. Ist leider normal. Ja, sieht man den Sturmsoldaten schon. Guckt euch das an. Ja, natürlich. Natürlich hat er auch noch einen Atombomber. Ganz klar. Weil der Arme ja so wehrlos ist. Könnt ihr den bitte mal runterholen? Dieses dicke Ding. Gut, dass die KI so doof ist und den nicht richtig einsetzt. Der hätten wir locker meine Verteidigung durchbrechen können. Mann, haben wir ein Glück, dass der so doof ist. Alter Schwede. Der hätte meine Verteidigung aufreiben können, aber ohne weiteres. Auch wenn es ein B-52-Bomber ist, aber trotzdem. Der hätte gereicht. Der hätte das Tor gut zerbomben können. Ach, guck mal, der hatte nur einen Effekt, auf die Türme zu gehen. Ja, natürlich. Jetzt geht er da auf die Türme. Ja, also ihr seht schon, es ist eine recht, ja, wie sage ich es am besten? Es ist eine recht aussichtslose Lage, die wir hier haben. So, wo ist der Talon-Bomber? Ist der schon runtergeholt worden, oder was? Ist er gar nicht erst angekommen, oder wie? Es wird ja echt immer besser hier. Und die Sturmsoldaten haben auch schon auf die Schnauze gekriegt. Auf die Nase, meine ich natürlich. Oh, wir haben kein Krankenhaus hier, ne? Ne, natürlich nicht. Warum auch? Krankenhäuser werden hier überbewertet. Haben wir Belagerungswerkstätte? Ja, haben wir. Die wir nicht nutzen können. Ja, geil. Wozu haben wir die dann eigentlich? Ah, nein, ey. So, erstmal Siedlung. Holz wird auch knapp. Schön, es wird echt immer besser hier. So, dann brauchen wir hier nochmal 5 Bürger. Nein, beziehungsweise ich muss erstmal Eisen kriegen. Erstmal brauchen wir Eisen und Gold. Und natürlich Holz. Rein mit euch. Was war das jetzt? War es meiner? Ja. Ja, Kommandant. Ja, momentan können wir nicht viel machen, außer in die Röhre gucken. Geht leider nicht. Das ist in dieser Mission so eine Sache. Und den Mann sollen wir da rausholen. Ich frage mich, wie? Weil ihr seht's ja. Und da rennt schon die Nächsten rum. Na, die sind wahrscheinlich scharf auf meinen Spionagesatelliten, wa? So wie es aussieht. Das Gute ist ja, dass sie meine Stadtmauer noch in Ruhe lassen. Die Frage ist nur, wie lange noch. Also es scheint nicht, dass sie aktiv ist, die KI. Was gut ist für uns. Ich hoffe, dass wir den Bonus kriegen. Echt, wir brauchen echt jeden Bonus, den wir mitnehmen können. Nee, anscheinend doch nicht. Ach, die wollen den Turm haben. Also momentan sind die Mörser leider wirklich absolutes Gold wert. Also die sind ihr Gold wert, das sie brauchen. Wir werden angegriffen. Ja, die wollen den Turm haben. Na gut, den können sie mir ruhig wegrasieren. Wir werden die Abwehr wieder aufbauen, wenn wir in der Lage dazu sind. Aber ihr merkt schon, was für eine Qualität von Kampagne das hier wird. Also das wird weit über die römische und die amerikanische Kampagne es wird weit über die amerikanische und die römische Kampagne hinausgehen. Weil das hier ist wirklich ein anderes Level. Dagegen ist sogar die russische noch relativ leicht. Weil das hier ist wirklich komplett anderes Level. Kann ich helfen? Wir werden angegriffen. Ja, es ist wahrscheinlich Friendly Fire durch die schweren Mörser, aber das ist okay. Das ist okay. Dafür hauen sie die Jungs da um, das ist gut. Ja, der ist dann auch noch mal wieder da. Pass mal auf, du fließt mal bitte hier deine Runden. Wenn hier nämlich schon ein B-52-Bomber rumgeistert, dann will ich nicht wissen, was er dann noch auf Kante hat. Und wir kriegen einen Bonus. Das ist sehr gut. Wir kriegen einen Bonus. Das ist sehr, sehr gut. So, die nächsten Bürger, Siedlung. Und gleich ausbauen zum Stadtzentrum. Ganz klare Kiste. So, dann machen wir... Oh Gott, hier ist alles über Gebirge, ne? Oh... Wir hatten doch hier hinten noch so einen schönen Wald, ne? Ja, hier, genau. Pass mal auf, dann hauen wir hier gleich nochmal 8 Bürger hin. Mehr geht erstmal nicht. Ihr geht rein. So, 6 Bürger. Sehr schön, dass wir erstmal unsere Wirtschaft hier in Schwung kriegen, weil jetzt haben wir erstmal ist Ruhe.
Die Frage ist nur, wie lange. Weil irgendwann wird wieder was ausgelöst. Wahrscheinlich. Oder aber er kommt so an. Das kann auch passieren. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt auch ein paar mehr Produktionsmöglichkeiten als vorher. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich die verbessern soll. Wie sieht denn eigentlich unsere Verbesserung aus? Ja, das sind sehr gute Verbesserungen. Das sind sehr gute Verbesserungen, muss ich sagen. Wirklich sehr gute, exquisite Verbesserungen, die wir hier haben. Wahnsinn. Oh. Oh. Ihr wurdet ja gut runterrasiert, möchte man meinen. Was ist denn hier passiert? Meine Güte, hier war doch mal ein bisschen mehr los. Alles weg. Alles weg. Was machst du hier eigentlich? Findest du den Weg nicht, oder was? Brauchst du eine Einladung, oder wie sieht's aus? Du auch. Leute, was ist los? Hier wird gefischt und nicht hier heiter Kaffee trinken. Das ist nicht hier. Hier muss geklotzt werden, nicht gekleckert. Ne? So, ich hatte hier doch, glaube ich, noch irgendwo Eisen. Da ist Eisen. Hier war doch noch irgendwo. Da war Eisen. Schicken wir da nochmal 5 Bürger hin. Ich habe ja noch ein bisschen Holz für. Für 2 Siedlungen reicht es ja noch. Eieiei, was machst du jetzt? Achso, du schickst die 5 Bürger. Ich wollte schon sagen. Und der ist dann auch gleich so weit. Und das ist Holz. Genau, damit wir Holz... Ja, ich kann Bulldog bauen. Geil. Geil. Den brauche ich jetzt auch unbedingt. Was ich brauche, ist, dass erstmal unsere Mörser hier mal so ein bisschen in Schwung kommen. So, ihr kriegt nochmal mehr Angriff obendrauf. Damit ihr ein bisschen was auf dem Cap-Holz habt. Um den Heckenschützen kümmere ich mich später. Der kann erstmal noch warten. Der hat noch schon Fristen. Gut. Okay, also die Eisenwirtschaft läuft schon mal. Holz dürften jetzt langsam die ersten ankommen, das tun sie auch, sehr schön. Ich werde auch hier nochmal 5 Bürger hinschicken, die können dann gerne da reingehen. Dann können wir nämlich gegebenenfalls, sofern es erforderlich ist, ein weiteres Silo aufbauen. So, und dann machen sie nämlich gleich das, was sie immer machen. Sie gehen nämlich gleich direkt ins Holz, und das sollen sie auch. Dann haben wir nämlich das Problem auch schon mal erledigt. So. Die Frage ist jetzt, ich wage jetzt noch keinen Plan, um ihn zu retten. Ganz ehrlich, weil momentan haben wir noch wirklich andere Sorgen. Vor allen Dingen macht mir die Küste hier Sorgen. Vor allen Dingen, dass hier alles so weggeputzt wurde. Deswegen würde ich hier nämlich gerne erstmal einen Turm aufbauen. Am besten helft ihr mal mit. Was wird das denn jetzt hier? Ihr sollt ins Holz. Jetzt habt ihr einmal die Chance, das Richtige zu machen und ihr geht in die Landwirtschaft. Ihr seid mir so ein paar Nasen. Ihr solltet doch ins Holz gehen. Stattdessen gehen sie da ins Ackerland. Na gut. Einmal mit Profis, ne? Oder wie war das? Vergiss es. Mit Profis. So. Ab mit dir ins Holz. Bringt mir Holz an Laden. Wir brauchen Holz. So, und dann werden wir die Küste erstmal... Ich dachte gerade, da wären Dings, aber ist nicht. Dings vor allen Dingen. Das ist... Dings ist sehr gut. So, dann die übliche Aufwertung zum Kapitol. Ganz wichtig. Warum ist es wichtig? Ganz einfach, weil es den Wirtschaftsbonus erhöht. So. Den brauchen wir. So, und dann werden wir nochmal unsere Jägerbomberabteilung nochmal ein bisschen erhöhen. Nicht zu viele, aber halt so, dass eine gewisse Verteidigung vorhanden ist. Der Mick ist ja auch noch da. Obwohl ich nicht weiß, wie ich den einsetzen soll, weil, naja. Viel wird da jetzt momentan nicht kommen. Wir könnten höchstens einen Avenger hier einen Flugzeugträger Nexus bauen, ja. Aber der futtert auch 2 Leute. Also von daher wird er schwierig. So, ihr geht rein. Kommt noch einer oder? Ja, da kommt noch einer. Gut. Dann gehst du auch bitte rein. Also wir haben anscheinend den ersten Schock überwunden. So, ihr baut eine Siedlung. Ne, ihr kennt das ja schon von euren Vorgängern. So, Startzentrum, Aufwertung zum Kapitol. Wie gesagt, Wirtschaftsbonus, wichtig. Ohne Wirtschaftsbonus geht hier nichts. So, rein mit euch. 5 Bürger, ab mit euch. So. So, der letzte ist angekommen. Sehr schön. Erstmal ballern wir hier nochmal 8 Bürger rein.
Wenn das erledigt ist, kann da nämlich ein weiterer Trupp Bürger rein. Dann haben wir nämlich noch mehr Nahrung, dann sparen wir uns in Zukunft nämlich die Fischerboote. Weil die stehen nämlich schon wieder rum, das nervt mich. Weil dann kann ich die auch genauso gut versenken, dann brauche ich sie nicht. Schade ums Holz, aber dann brauche ich sie nicht, wirklich nicht. Wenn ich die ständig überwachen muss. Die Bürger machen wenigstens dauernd ihre Arbeit.